heute wandern. Herzlich willkommen zum nächsten Cycling-Vlog, wenn man das so nennen kann. Heute sind einfach mal 100 Kilometer angedacht, aber Gravel. Ich habe die Tour auf Mountainbike geplant und kein Brustgurt dabei, weil ich eigentlich nur fahren will. Aber ich dachte mir so, naja, falls ich coole Ecken sehe, filme ich sie und vielleicht lade ich es hoch, vielleicht nicht. Wir sehen uns! Alter, ist das fett, mitten im Nirgendwo, also. Ist schon cool, so eine Gravel-Tour mit Mountainbike zu planen. Und ja, vielleicht doch der nächste Vorteil, wenn man so eine Gravel-Route als Mountainbike plant. Ich denke mal, man ist noch weniger auf Asphaltstraßen unterwegs und braucht auch kein Gamivaria oder sonst irgendwas und kann einfach nur Spaß haben. Kennt ihr so eine Verrückten, die sich auf so einen Trail hinpacken? Genau die meine ich. Okay, das liegt am Film. Ist mir vorhin schon mal passiert. Und ja, nicht gestellt. Im Horoskop stand irgendwie, du wirst heute aufs Dach gelegt. Ja. Und das ist einer dieser Zuckersandmomente, wo ich sage, okay, ich gebe auf. Nein, Sir. Also bei diesen saftigen Strecken kann ich mich echt nicht entscheiden, was mir lieber ist. Kopfsteinpflaster oder Zuckersand. Was ich irgendwie noch komplett doof finde an so Touren durchs Hinterland. Naja, irgendwie ist hier alles zugebaut. Ich komme hier echt nicht durch. Und ja, jetzt erstmal umplanen und weitersehen. Finde ich jetzt ein bisschen doof. Oh, scheinbar habe ich eine kleine Alternative gefunden. Ich war jetzt gerade noch auf dem Pferdehof und ja, gut, dass ich da nicht durchkomme, ist verständlich. Und ich finde es halt, wie gesagt, einfach mal doof, dass alles so zugebaut ist, dass man selbst an so einem Bach oder Graben nicht mehr durchkommt. Naja. Ah, nächste Enttäuschung. Also fürs Memo, ich muss jetzt bis zur Straße, dann rechts, rechts, nochmal rechts, dann kommen da irgendwie alte Gebäude und dann muss ich rechts in den Wald rein. Bester Radweg überhaupt. Mal schauen. Wie gesagt, also ich habe eigentlich wirklich viel Spaß und hey, da ist ja noch ein Weg. Okay. Ach du Scheiße. Also ich denke mal, das Garmin hat nicht gelogen. Ich hätte diesen komischen Berg rauf müssen. Es ist so geil hier. Kennt ihr diese Momente, wenn ihr durch Zuckersand rudert, also wirklich rudert
euch durchschlängelt und einfach mal vergesst zu schalten, weil das wäre doch dann viel einfacher und man würde viel besser durchkommen. Wie? Streckenabweichung, fick dich! Fick dich! Ich kill mich ja gerade durchs letzte Unterholz und habe nochmal auf Komoot geguckt, ob das jetzt überhaupt Sinn macht. Und ja, es macht Sinn. Also ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Aussichtsturm Weltkiekenbusch. Und dann schauen wir mal da runter. Ja, wir sind hier am Weltkiekenberg und was wir da sehen ist der Schwielosee. Eigentlich ziemlich fett das Teil und ja, schicke Aussicht. So, hier jetzt mal der Grund, warum man eigentlich immer ein Multitool dabei haben sollte, weil ist schon ziemlich doof, wenn man eine Graveltour fährt und das Ding mitten im Sand verliert, also, oder die Schraube. Ist ziemlich doof, oder? Also, kleine Planänderung, es ist jetzt 16.30 Uhr. Ich bin, glaube ich, irgendwas zwischen 10 Uhr und 11 Uhr los. Und ich muss heute Nacht zur Nachtschicht und habe mich jetzt entschlossen, Straße zu fahren. Hab noch 38 Kilometer nach Hause. Ja. Wer die Route fahren will, ich packe sie auf jeden Fall im Original rein. Und falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Okay, kleines Status-Update. Ich habe ja die Heimreise mit dem Garmin geplant. Und ja, lustigerweise bin ich jetzt auf dem Teilabschnitt der Strecke vom Ordeal in Hell. Ja, also geht es noch ein bisschen weiter. Und jetzt bekomme ich sogar mein Kopfsteinpflaster. Vielleicht. Aber das Problem ist auch genauso, in der Woche fahren hier doch mal öfters Autos lang. Und ja, wer das Video von Modell und Hell gesehen hat, ich werde es verlinken, der weiß, Strecke hat es definitiv in sich. Also ich gehe mal davon aus, dass ich euch unter dem Video beide Varianten verlinken werde. Einmal die Originalroute und einmal die mit hoffentlich doch mehr Asphalt als geplant. Und der ist auch schon kaputt. Und weil wir schon in kaputt sind, gibt es noch mal eine kleine Aussicht über den Schwielosee und dann geht's weiter knackig nach Hause. Ich habe jetzt 80 Kilometer in mir circa, habe noch 15 offen, bin auch aus Potsdam raus. Wie gesagt, also ich habe diese Tour umgeplant, nicht weil die Tour zu anstrengend ist, sondern einfach mal aus Zeitgründen, weil ich in 4 Stunden oder so zur Nachtschicht muss. Von daher nehmt euch Zeit, wenn ihr so eine Tour plant und habt Spaß. Plant ruhig mal so eine Tour auf Mountainbike. Das macht eigentlich verdammt viel Spaß. Und ja, am besten mit 40er Reifenbreite.